Yo, yo, Leute, Armin immer fresh am Start. Ich hoffe, bei euch ist alles fresh. Wir reagieren heute auf AZ, Miami Yassin, Hayabusa und stellen euch die Outfits vor, was die Leute tragen. Es sind auch ein paar reduzierte Sachen dabei. Und ich würde sagen, geil, ja, geil, dass die beiden endlich mal das erste gemeinsame Video rausgehauen haben. Wurde auch mal Zeit. Die haben schon ein paar Tracks. Einen, den ich sehr gefeiert habe, auf Kasia, weil ich muss. Und hier können wir auch schon aufs erste Piece eingehen. Seine Rolex Skydweller am Handgelenk, by the way, haben wir euch in vergangenen Outfits schon rausgesucht. Checkt hier oben für alle KMN-Outfits. Da haben wir auch die ganze Promophase zu Super Plus mitgenommen, wo er diese Uhr am Handgelenk getragen hat. Wir haben die und eine coole Armani-Alternative dazu, wer sich für die Uhr interessiert. Ansonsten kommen wir zu seiner Nike Air Track Jacket. Ein sehr crispes Piece, wie ich finde, mit Air Jordan Seitenstreifen. Und AZ rappt auch irgendwas, dass er mit dem Präsidenten im Nike-Anzug chillt, deswegen passt das. Gerade reduziert von 80 auf 55,97. Und übrigens, dieses Wochenende und nächste Woche sind quasi nach Black Friday noch Cyber Week. Das heißt, da gibt es richtig heftige Angebote. Perfekte Gelegenheit, sich mit ein paar freshen Pieces einzudecken, weil so günstig wie zu dieser Zeit des Jahres wird es nicht mehr. Den Link zu diesem Sale verlinken wir euch in der Beschreibung. Da könnt ihr die Nike Pieces richtig günstig ergattern. Die passende Jogger, auch locker geschnitten, gibt es für 70 Euro. By the way, gibt es das Piece auch in diesem Colorway, wo nicht rot, sondern Gold drauf ist. Ich finde Rot cooler, aber ich glaube, manche von euch feiern auch Gold mehr. Dabei von Anfang an, du Lappen, rotz mal ein Kram. Dieser Stoff macht dich krank, das Rezept meines Erfolgs mit dem Kopf durch die Wand. Dresscode Yamamoto, Nokia. Holy shit, Alter. Ich feier das brutal. Ich finde, AZ kann sehr musikalisch sein, aber kann auch komplett den Beat zerlegen. Auf jeden Fall kommen wir zu seinem Versace-T-Shirt. Hat einen Medusa-Kopf-Print und ist hier bei Farfetch gerade reduziert auf 357 Euro. Ebenfalls auch in unserem Artikel haben wir euch auch darüber Bescheid gegeben, dass es bei Farfetch mit dem Code FFX30 nochmal 30% extra auf den Sale gibt. Das heißt, wer günstige Designer-Pieces ergattern möchte, top Zeit. AZ feiert auf jeden Fall Versace, trägt auch in vergangenen Outfits sehr viele Pieces dieser Brand. Seine Weste bzw. Gillette trägt er auch auf dem Cover der Mango EP. By the way, eine EP, die er for free rausgehauen hat. Wenn ihr den Bruder supporten wollt, dann streamt die Songs. Ich persönlich finde, da sind ein paar sehr nice Dinge dabei. Mein Lieblingssong ist Haste in My Paper. Was ist euer Lieblingssong von Mango? Schreibt es in die Kommentare. Die Outfits zu Seele haben wir euch übrigens auch auf immerfresh.de rausgesucht. Wenn ich hier oben klicke, kommt ihr dahin. Die Moncler-Weste ist auf jeden Fall in den meisten Shops ausverkauft. Hat aber 429 Euro gekostet. Die GOI oder Jui ist auch übrigens ein sehr klassisches Modell von Moncler, was auch damals K1 in Style und das Geld getragen hat. Und auch Samra in Wir ticken mit Kapi, aber in Schwarz. Ja, Chirocco, ja, wir stechen zu, so wie Jungs aus Marokko. Du weißt, wenn deine Eltern kommen, ich kenn sie alle im Geheimdienst Kosovo. Zack, Alter, Suna am Start. Auf jeden Fall auch Albanien und Marokko represent, muss man sagen. Grüße gehen raus an die marokkanischen und albanischen Brüder. Eigentlich an alle Brüder auf der ganzen Welt. Ist egal, wo man herkommt. Suna trägt hier auf jeden Fall eine Philip Line Cap 20th Anniversary. Kostet 225 Euro. Stolzer Preis. Und für mich ist das zu viel Stuff auf der Cap. Würde ich so nicht rocken. Aber vor allem AZ und auch Suna feiern diesen übertriebenen Style und können das auch gut rocken. Da, das meine ich. Zu dem Jordan Tracksuit kombiniert AZ Vapor Max 3 Flyknit. Die kosten 210 Euro und sind noch in allen Größen am Start. An alle Vapormax-Fans, stabil. Ja, Busa, gib mir Wum Wum, Wodka Maracuja. Die Baroks und Albaner kommen, Halleluja. Gib Gas, Wum Wum, mach die Hayabusa. Jani, Alter, da haben sie den armen Typen in so einen Keller mit Bierkästen gefesselt, Alter. Und seine Klamotten ausgezogen. Busa, Wum Wum, mach die Hayabusa. Gib mir Wum Wum, Wodka Maracuja. Boah, Jani, der fühlt das, ne? Der geht auch komplett dazu ab. Hier All Over Stone Island. Nicht ganz All Over, weil die Sneaker sind Nike. Der Strickpullover kostet 335 Euro. Hab auch ein paar Seiten durchforstet, bis ich ihn gefunden habe. Was ich sehr feier, ist der Kragen. Mal was anderes. Und was das Piece wohl hauptsächlich auszeichnet, ist, dass es in der ersten Hälfte gerippt ist und dann glatt wird. Stone Island Patch auf der Schulter, ihr wisst Bescheid. Gibt's auch in Schwarz. Dazu kombiniert AZ ebenfalls einen Stone Island Jogger mit Cargohosen-Elementen, was sich durch die zwei Taschen vorne auszeichnet. Die seht ihr auch bei diesem Piece. Kostet 379 Euro und gibt es auch in Orange. Was wir euch ebenfalls in der Beschreibung verlinken. By the way, alle Pieces, die ihr hier findet, in der Beschreibung. Und weitere Shops auf www.immerfresh.de. Zweiter Link in der Beschreibung. Auf jeden Fall verlinken wir euch auch eine Übersichtsseite, wo ihr noch weitere Stone Island Sweater abchecken könnt, falls der hier schon ausverkauft ist. Den gibt es nämlich nicht mehr in allzu vielen Größen. Die Sneaker, die AZ dazu trägt, trägt er, soweit ich weiß, auch schon in Money Money. Money Money Outfits haben wir euch auch auf dem Blog rausgesucht, auf immerfresh.de. Und die trägt auch Apache in Roller, ihr wisst Bescheid, Alter. Apache Roller Outfit Reaction, hier oben abchecken. Legendärer Bruder. Hier gerade reduziert auf 135,97 Euro. Halleluja, gib Gas, wum, wum, mach
macht die Eier Busa, Busa. Bum, bum, macht die Eier Busa. Nimm die dumm, dumm, sagt mein kleiner Bruder. Boah, komplett abrasiert. Sagt mein kleiner Bruder, gut gemacht vom Videocutter. Albi trägt hier ein Sergio Tacchini Tracksuit. Den gibt's auch noch in fast allen Größen. War auch sehr beliebt. Wir haben ihn damals auch auf Insta und auf Telegram rausgehauen. Da haben sehr viele von euch danach gefragt. Hier die Track Jacket für 75 Euro. Und die Track Pants für 55 Euro. Verlinken wir euch ebenfalls in der Beschreibung. Die Maroks und Albaner kommen. Sag alle, die Maroks und Albaner kommen in Schutzwesten. Ihr wisst Bescheid. Wer, also ich weiß jetzt nicht, wo die Jungs das herhaben. Aber wer so eine Schutzweste in der Art haben will, auf der Street, wenn er mal unterwegs ist und das, man weiß ja nie, was passiert, ne? Bekommt ihr so ein Piece für 26 Euro. Gibt's hier auch in einem goldenen Colorway. In Weiß war sowas schwerer zu finden. Wir haben euch trotzdem eine Übersichtsseite im Artikel verlinkt. Komm, Halleluja, gib Gas, bum, bum, mach die Eier Busa, mach die Eier Busa. Spezialeinsatzkommando startet eine große. Sag, Alter, Miami. Sein Adidas-Sweater, wie ihr schon sehen könnt, repräsentiert die marokkanische Nationalmannschaft. Wir haben sehr lange gesucht und das Piece scheint aus dem Sortiment rausgenommen zu sein. Ist von dem Jahr 2018, 2019, aber Marokko hat jetzt den Sponsor gewechselt zu Puma. Wir wissen nicht, ob es damit zusammenhängt. Auf jeden Fall hier in einem französischen Resell-Shop noch für 55 Euro zu haben, aber so in der exakten Version sehr schwer zu bekommen. Falls wir noch irgendwo finden, updaten wir es natürlich im Artikel auf immerfresh.de. Das Einzige, was wir finden konnten, war eine Hose aus der Kollektion, aus einem Legit-Shop in allen Größen für 55 Euro. Hat aber nicht wie bei Miami den Seitenstreifen. Dann trägt Miami eine Nike Aerobill Cap. Die hat er auch auf Insta gerockt, haben wir euch auch schon damals rausgehauen. Luciano hat sie auch in seinem Feature mit Summer Jam getragen. Und die war tatsächlich überall ausverkauft. Jetzt hat sie einen Shop wieder. Wir packen euch mal den Link rein. Jetzt auch gerade im Sale für 40%. Hoffentlich gilt das noch, wenn das Video raus ist. Aber falls nicht, 25 Euro ist auch ein sehr guter Preis, weil die Cap wird schnell weg sein. Stabiles Nike-Logo vorne. Großrazia Nordafrikaner sprinten im Trikot vom Moos. Auf jeden Fall hat er gerade noch die Cap in Weiß gerockt. Ebenfalls noch am Start, gleicher Preisbereich. In dieser Szene rockt Miami. Auch cooler Kontrast zwischen den beiden. Weiß und Schwarz, die haben ihre Outfits gut aufeinander abgestimmt. Eine Nike Therma-Jacke. Dieses exakte Modell ist im Nike Store nicht verfügbar. Wir vermuten, dass es ein älteres Modell ist. Aber die aktuelle Version dieser Jacke haben wir sehr wohl gefunden. 170 Euro. Direkt in der nächsten Szene sehen wir die dazu passenden Nike Jogger. Hier verfügbar für 40 Euro. Für Deutschrap beginnt ab heute eine dunkle Ära. Meine Albaner haben Kontakte bis zur Rotschildlose. Zack, Alter. Killer Flow, ne? Miami auf jeden Fall auch sehr stabil. Finde ich, harmoniert auch gut mit AZ. Und jetzt zu seiner Jacke. Für die interessieren sich wahrscheinlich sehr viele. Wir haben sie exakt gefunden. Und sie kostet auch nicht allzu viel. Haltet euch fest. War tatsächlich auch eine Jacke, die wir in unseren Top-Winterjacken-Videos vorgestellt haben. Zufall. Kann sein. Top-Winterjacken. Hier oben aufs i klicken, abchecken. Ist von River Island. Und hier gerade reduziert auf 99 Euro. Sehr freshes Ding. Eine Pilotjacke in Lammfell-Optik. Falls sie ausverkauft sein sollte, findet ihr auch einen Shop 2 im Artikel. Da ist sie zwar nicht reduziert, aber dafür in allen Größen am Start. Und 127 Euro für so eine Jacke, auf jeden Fall sehr nice. Darunter trägt er ebenfalls von River Island in der Camel Brown Farbe, auch reduziert, auf 18,50 Euro. Ein River Island Rollkragenpullover, wer diese Farbe feiert, das Piece gibt es noch in allen Größen. Und einen Shop 2 haben wir auch. Seko hat immer Luzi Crino in der Jogginghose. Gruß in Staatskarossen rum wie Willem Alexander. Narben im Gesicht, ich bin kein... Farblich ebenfalls passend kombiniert, die beige Ralph Lauren Cap, das Miami Ralph Lauren Caps feiert, wissen wir natürlich. Ist tatsächlich in allen Shops ausverkauft. Ich habe sie in einem Shop gefunden, wo sie noch verfügbar ist. 40 Dollar ist auf jeden Fall ein legit Shop. Und wenn wir noch weitere Shops finden, ihr wisst, wo wir sie updaten. Eine weiße Jeans in dem Style von Miami haben wir euch auch rausgesucht. Gerade reduziert auf 29,50 €. Geiler Flow, Alter. Hoya Smash. Hier sehen wir AZ, auch sehr stabiler Dresscode. Seine Flanelljacke haben wir bisher noch nicht finden können. Sobald wir sie finden, updaten wir sie natürlich, aber wir wollten das Video schon mal raushauen, sonst wäre es nicht so früh rausgekommen. Ein alternatives Hemd mit einem sehr ähnlichen Muster, verlinken wir euch mal, 218 Euro. Und sonst eine günstige Flanelljacke, auch in dem Style, gibt es hier reduziert für 32 Euro von Pull&Bear. Alles Gold wie das Watch the Throne Album Cover. Wum, wum, macht die Hayabusa, gib mir Wum, Wum, Wodka Maracuja, die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. Hayabusa, für die, die es nicht wissen, ist ein sehr schnelles Suzuki-Motorrad. Hier AZ in einem reifen Gentleman-Style mit einer Schirmmütze. Sehen wir, glaube ich, auch das erste Mal. Steht ihm auf jeden Fall. Da können wir die Pieces von Kangol empfehlen. Wurden unter anderem von Nimo getragen und von Apache. Gibt's in verschiedenen Farben, moderater Preisbereich und gute Qualität. Busa, Busa. Wum, wum, mach die Eier Busa. Geil. Gib mir Wum, Wum, Wodka Maracuja. Die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. Gib gern. Kommen wir jetzt zu AZs Jacke. Die hat er auch genauso in Seele getragen. Ist von Bellstuff und kostet 495 Euro. Sehr nices Piece. Weitere Shops haben wir euch auch verlinkt. Bum, mach die Eier Busa, Busa. Bo, bo. Bum, bum, mach die Eier Busa. Nimm die Dumm, Dumm, sagt mein kleiner Bruder. Geil, was auch bei Tum, Tum, dass man so dieses Nocken hört.
An der Stelle, Miami kündigt mit diesem Song auch sein kommendes Album an und ballert ein Bundle raus, was 30 Euro kostet. Das Album heißt W2M und erscheint am 29.01.2020. Der Inhalt wird ein Longsleeve sein und eine CD. Da kann man ja auch seine Größe auswählen. Ich bin aufs Design gespannt. Die Maroks und Albaner kommen, Halleluja. Gib Gas, bum, bum, mach die Eier Busa, mach die Eier Busa. Geil, Alter. Leute, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ihr wisst, wir haben auch noch das Gewinnspiel laufen. Da könnt ihr einen Sneaker von bis zu 400 Euro gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns auf Telegram und auf Instagram zu abonnieren. Link ist in der Beschreibung. Euch einen freshen Tag. Bis gleich im nächsten Video. Peace.